Florian Silbereisen sagt, Beatrice Egli ist eine wunderbare Frau. Willkommen in der Promi-Fangemeinde. Drücken Sie die Benachrichtigungsglocke und abonnieren Sie den Kanal. Ehrlich gesagt hoffen wir bisher noch, das Glück von Florian Silbereisen und Beatrice Egli in den Augen des Publikums zu sehen. Und natürlich reden wir darüber, wie es sich anfühlt, die Liebe von Florian Silbereisen in jedem von uns zu sehen. Wenn ich das sehe, dass sich Florian Silbereisen auf eine gute Situation freut, sehe ich jetzt, dass Florian Silbereisen viel mehr geliebt wird als Beatrice Egli. Und er bewundert und mag die Schönheit von ihr wirklich. Deshalb waren Florian Silbereisen und Beatrice Egli beliebter. Davon abgesehen hatte Florian Silbereisen einen wirklich spaßierten Job. Genau wie die reale Situation von ihm in den Augen von Beatrice Egli, sodass von hier aus alle Probleme mehr und mehr gelöst werden. Alles ist gerade nach modernstem Trend, daher war es möglich, in den Augen der Menschen in der Umgebung ein recht zufriedenstellendes Leben zu führen. Und jetzt werden alle letzten Abnahmen stattfinden. Ich glaube immer noch an die besondere Liebe und den Spaß, die Florian Silbereisen und Beatrice Egli zusammen hatten. Es ist bekannt, dass Florian Silbereisen und Beatrice Egli einst ein ziemlich attraktives Leben hatten, um eine ziemlich tiefere Liebe zueinander zu finden. Von hier aus alles, was nicht zu erwarten ist, nebeneinander. Von nun an wird es keinen Teil des Glücks mehr geben, das mehr als genug, um eine Handlungsakzeptanz herbeizuführen, die kostbarer nicht sein könnte. Besser noch, Florian Silbereisen und Beatrice Egli brauchen beide etwas Zeit, um zu nachdenken und herauszufinden, ob das reicht, um die frühere und geehrwürdige Freunde von den beiden zurückzubringen. Ich glaube aber trotzdem, dass sich Florian Silbereisen sehr über die fröhlichen Bilder von Beatrice Egli in der Gegenwart freut. Und dann hatten die beiden noch mehr gemeinsame Momente. Dies wird wahrscheinlich auch ein Glück geben, sich nie zu enden, sowie überhaupt ein Wort zu enden. Der gegenwärtige Moment kann ein Dilemma die Gegenwart und in der Zukunft bringen. Da ist ein Teil des Glücks, Florian Silbereisen bekommt es, damit sie bald eine Geschichte dieser Liebe näher kommen sieht. Sicher genug, er, der glücklich um eine solche Geschichte herum war, könnte nicht seriöser sein. Jetzt ändern sich die Dinge also allmählich, aber das Publikum liebt diese Veränderung. Auch das gefällt mir sehr gut und dann würden alle umso mehr üben, eventuelle künftige Probleme rund um das Liebespaar Florian Silbereisen und Beatrice Egli lösen zu können. Ich wünschte, die beiden könnten bald zusammen sein, das würde reichen, zwar nicht unbedingt, aber bald zusammen.